Geschichte. Calcio Berlin in den dunklen Trikots. Las Ligas Ladies in Textmarkergrün. Werbe-Player of the Game, scannt die Pre-Match-App und dann könnt ihr voten, wer euer Man of the Match wird. Das ist das erste Tor! Kevin Beggen! Was ne Peitsche! Ich schwöre bei Gott, ich habe heute so viel Pech. Meine Kamera ging nicht, mein PC ging nicht, mein Mic geht nicht. Tu auf dich! Boah, was für ein Tor, Digga. Boah. Was für eine Gerätschaft! 14. Tor für Kevin Beggen! Und die nächste Chance. Zimmerling für alleine! Oh mein Gott. Das wär's gewesen. Uneigennützig, Zimmerling. Aber ich glaube, die richtige Entscheidung, da nochmal querzulegen auf Tambo. Und das Ding küsst den Pfosten. Las Ligas Ladies haben plötzlich Schlagseite hier. Ja, Bruder, was soll ich jetzt machen? Was soll ich machen mit dem Mike? Ich kann es jetzt nicht ändern. Und Chat, das Bild mit der Hose haben wir euch natürlich extra so close gezeigt, damit man abgeht. Und das ist das Eigentor. Und das ist die Nervosität. Eigentor. 2-0 Calcio. Das ist ja nicht zu fassen. Wir haben nicht viele Eigentore gesehen. Hier kracht's. Oh, ist das bitter für Las Ligas Ladies. Damit rechnet der Goalie nicht. Und dann Eigentor vom Wildcard-Spieler Timo Concella vom 1. FC Düren. Auch noch Wildcard-Spieler. Räder stolpert. Was ist denn jetzt los, Leute? Jetzt muss der Abschluss kommen. Das ist der Abschluss. Bist du verrückt? Calcio Berlin fegt wie ein Tornado über die Las Ligas Ladies. Mike Kühnel nach einem enormen Fehler in der Abwehr. Der geht aufs Konto von Lukas Räder, der hier übermotiviert ist. Dann stolpert. Platz, ja, nein, weiß ich nicht. Darf dir nicht passieren. Ein Ausflug ohne Reiserücktrittsversicherung. Und Kühnels Ding ist so unglaublich. 3-0, pures Spektakel. Wahnsinn. Irre. Ruhig. Gut, spielt Fußball. Und die Frage ist, was machen die Zuschauer? Spielt Fußball, nochmal zurück, Torwart. Die vermutlich ein bisschen in dem Kopf von Lukas Räder mitgespielt haben. Zuerling, macht er jetzt ein erstes Tor der Borderlin-Geschichte für ihn persönlich. Da ist er! Da ist er! 4-0, 11. Minute. Pitch-Patch. Giuliano Zimmerling von Schwarz-Weiß-Essen. Keinmal getroffen bisher. Er hat mir vorher gesagt, heute macht er seinen ersten. Hier ist sein erster Treffer. 4-0, das ist kein Spielstand, das ist ein Statement, Freunde. Digga, 4-0. Calcio Berlin on fire. Und Kühnel sind drei überragende, schöne Bewegung. Jungs am Ball. Tambo, 5-0. Bastian und Qualität. Tambo gehören sind richtig gut gemacht. Und Ochivka. Digga, 5-0. Ciao. Digga, 5-0. Und wieder im Ballbesitz. Nochmal die schwächste Defensive. Krank. Keiner traut sich. Keiner traut sich. Keiner traut sich, steht 5-0, wer traut sich, Mann? Das Laserpointer. 5-0 steht's, keiner traut sich da mal was. Grüße an euch nochmal explizit. Keiner geht. Und Kusso. Das ist ein starker Pass. 5-1, 23. Den wollt ihr nicht mal, oh mein Gott. Einfach nur Glückspass. Ein bisschen drüber. Klassisch verschätzt und der Ex-1860-Mann Kusso ist da. Also wenn jetzt noch zwei Tore fällen, wäre krass.
5-1. Chat, geht da noch was für LLL? Was sagt ihr? Leitner hat jetzt Zeitnot. Aber er haut alles rein. Nochmal, angeschlagen in das Spiel gegangen, am Oberschenkel und auch krank. Wege! Hä? 6-1. Las Ligas Ladies werden nicht mehr zurückkommen. Calcio Berlin ist, das können wir glaube ich sagen, anderthalb Minuten vorm Ende, der erste Finalist. Kühne. Leitner wirft alles rein. Man kann ja wechseln. Weggen hat Feierabend. Leitner gegen Kühnel und gib ihm. Hart. Ich sehe hier übrigens immer noch Leute in die Halle kommen. Kühne. Oh, er hat eine geile Schusstechnik. Leitner muss mal raus. Und Timo Conciella. Hoch, Digga, hoch. Mai Kühne. Oh, er hat eine sehr super geile Schusstechnik, ja. Von Timo Conciella. Es wird wahrscheinlich, wenn dann, eher ein Ehrentreffer. Machen Sie das siebte. Sie machen das siebte. Brasilien-Vibes in Düsseldorf. 8-1, Kühne, das ist Wahnsinn. Las Ligas Ladies werden komplett rasiert von Calcio. Schluss aus, der erste Finalist steht fest. Calcio Berlin ist der erste Finalist der Border League-Geschichte. Digga, also 8-1? Das ist doch Wahnsinn. Kühne, Kühne, Kühne. So macht man Flugbälle. Und vorher natürlich Weggen. Und beim Anstoß sind zwei Ex-Bundesliga-Spieler Manuel Fischer aus Leeds United und Richardson Cotapasso bei Schwandau. Oh, Richie überlässt Manu Fischer. Spiel ist freigegeben in den dunklen Trikots. Eintracht Schwandau in den türkisen Hosen und lila türkisen Trikots. Streets United, die Mannschaft von Lukas Podolski. Der Follow ist kostenlos. Und Alicia Lehmann, die beide heute nicht da sein können. Lukas Podolski hat in Polen ein Spiel. Und Alicia Lehmann weilt bei der Schweizer Nati. Knabinho. Bigalke für direkt. Fischer. Kein Abseits. Fischer. Manuel Fischer, 19. Minute 1-0. Vorhin kritisiert. Jetzt durch den ein schönes Tor. Schreck Fischer. Schön gesetzt. Letzte Woche in diesem Duell. Bigalke Schuss. Jetzt wieder. Bigalkes Blick. Und Fischers Hieb. Gut genommen. Geiles Tor. Boah, ganz schwer. Du weißt, dass er da hinkommt. Trotzdem nichts zu machen für Berisha. Die Spandauer Torfabrik muss irgendwas abliefern. Aktuell ist ein bisschen zu viel Sand im Getriebe der Spandauer. Die brauchen nur eine Ecke eigentlich. Ja, Mann. Die müssen einmal den Ball bekommen und zur Ecke gehen. Das ist jetzt die Regeländerung. Das war kein unwürdiges Foul, aber Galaxy Fair Play bedeutet Platzverweis bei geahndeten Foul. Schieber! Julian Schieber! Was für ein sensationelles Tor! Und jetzt fliegt hier das Dach weg! Aber auch was für ein Pass von Bigalke. Super Pass! Julian Schieber, ein Kontakt, zwei Kontakte und man gibt ihm überragend, den kannst du nicht besser treffen, über den Außenriss. Julian Schieber kocht hier ganz groß auf. Und zwar das Fünfgang-Menü. Rübenbach. Das ist doch klar, Paul. Jetzt Schlagseite.
Römers, Reinhold läuft ruhig, mit. Ruhig, ruhig. Braucht die gar nicht. Trübenbach, Andi Trübenbach. Ich will mit dem Ball einfach. Ich will einfach zurückspielen. Eine gute Minute bleibt Eintracht Spandau noch für das Wunder. Du musst jetzt 1 gegen 1 gehen, Assis. Die Jungs müssen jetzt 1 gegen 1 gehen. Heinze. Heinze gegen Assis. Ball, 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 weiter geht's. Sanga, Assis, super Grätsche. Und jetzt nochmal die Möglichkeit. Aber unglaublich gut verteidigt von Streets United. Die fühlen sich hier durchs Unterholz. Und dann das. Und dann das. Eigentor. Ein ganz dicker Fehler von Götzschin. Eigentor. Bruder, wenn jetzt eine Ecke das kommt, ist ja alles nicht bitte wahr. Eine Ecke. Sind die US angehalten. Bitte. Oh und Gott. Jetzt nochmal die Chance. Nein, nein, Spandau nein. Ist wieder Teilnehmer. Nein, kriegen oder? Sie noch das eine Endgerät. Nein, oder? Kleefisch. Das wäre so krank. Nach vorne! Sie brauchen Raum und Ballgewinn. Super Ding. Nein, du voll zu weit für Alvin Weber. Aber wie kann man so der dumm ist sein? Zu weit. Und das war die Entscheidung. Die Streets United den Sieg. Oh mein Schluss Gott. United gewinnt 2:1 und folgt Calcio Berlin du bist in das so Finale schlecht. Der ersten Border League-Saison. Bist du denn des Wahnsinns? Du bist so schlecht. So, Spiel ist freigegeben. Jetzt auch hier in der Halle vom Kommentatorenplatz von mir, von Robby nochmal. So, gucken wir mal, wer zocken kann und wer nicht. Unglaublich. Felix Lobrecht, der will den Ball. Boah, zieht er den an magisch. Max Kruse. Boah, gut dabei. Und da fällt dir doch fast schon das 1-0. Nee, 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 nicht gegen Vibro. Das ist unser Goalie of the Year, of the Season. Boah, super Pass. Boah, Vibro macht schon wieder Vibro-Sachen. Und Trimax klärt den hinten. Wie einst Franz Beckenbauer. Und Coach Ludwig. Er ist Linksfuß, ich weiß. Mit dem nächsten Abschluss. Wir spielen hier übrigens eine Halbzeit. Ist das denn hier? Ist das Castro? Man merkt sofort, dass er Fußball spielen kann. Und Trimax kommt auch nach hinten zum Helfen. Kein Dia Absatz. Mit dem Konter. Und die Chance für Team Schwarz. Dia! Er wollte eigentlich Lupfer machen, wisst ihr, wa? Dritte Minute. Dia schlägt das Spiel aus. Er wollte eigentlich Lupfer machen. 1-0 für Team Schwarz. Und da bewahrt er die Ruhe gegen Niklas Reichel. Oh, sorry, war gut gemacht. Dia, warum hast du für deine Mannschaft die Kelly-Tiger nicht die ganze Saison mitgespielt? Mann, Robby. Wildcard-mäßig. Robby, bitte. Pascal Wiewroth. Heppala. Und das gibt's doch nicht. 1-1. Tizi Simon ist es. Und es gibt natürlich direkt den Jubel in den Vlog. Angepresst, angestresst. Simon. Max Kruse, boah, ist der spritzig. Max Kruse. Und da ist das Ding. 2-2, Max Kruse, Team Gelb ist wieder da. Boateng hat gar keinen Bock. Immer nach 15 Sekunden muss der Abschluss erfolgen. Max hat noch Zeit. Und Max holt noch einen raus. 3-2. Team Gelb führt. Boah, Ting viel zu hoch. Und jetzt wechselt. Ich schwöre, der Max ist richtig Kruse gut. Hat die Pause aber dringend nötig. Der ist real talk gut. Torhüter, also wenn man im Tor ist, defensiv kein Hand erlaubt. Ich würde gerne mal Dia sehen wollen. Boateng. Jetzt hat er ihn! Das gibt's nicht! Ich würde gerne mal Dia sehen wollen. Halt mal, Dia, wechsel doch mal. Und jetzt aber Boateng! Oh mein das Gott! Gibt's ja nicht.
Chat, wen wollt ihr haben? Wen wollt ihr drin? Coach Ludwig, wen wollt ihr bei Team Gelb haben? Also die Arena hier fordert Knossi. Nein, schätze Bruder. Ich auch ein paar, die Felix Lobrecht gerne er sehen denkt, würden. Er geht rein. Knossi, was ist für die letzte Minute? Felix Lobrecht kommt. Knapp daneben ist auch vorbei. Letzte Minute. Coach Ludwig. Ja, da darf er nicht rüber. Nur in dem weiß gekreideten Bereich. Und jetzt Felix Lobrecht! Der Mann aus Berlin. Olan, dir, warum geht denn dir nicht rein? Immer Feind der Frau in der Jury sitzen? Eine Minute noch Ausgleich. Wie eine Eins würde ich machen, ich schwöre. Nochmal, super Ding. Was sonst? Maybe kommt ein Nein niemals von mir. Und Knossi kommt. Knossi kommt. Und Knossi? Und jetzt die entscheidende Chance noch für Knossi. Macht er ihn? Nein! Trimax klärt den. Schluss aus. 3-3 in unser Manager-Legendenspiel. Ein verdientes Unentschieden. 3-3. Ich würde sagen, das lassen wir mal so stehen und der Rest dann auf der Aftershow-Party geklärt, Freunde. Auf so einem Platz traue ich mich nicht. Traue ich mich nicht, da sowas zu machen. Und das wird Calcio gesehen haben. Die können aber so, auch mit dem let's go. Chipka und Wägen. Tambo ist ja eh super gebaut. Also ja, hier sehen wir es schon beim Anwurf. Da wird direkt reingegangen. Also ich gehe von taktisch und physisch Tambo aus. Ist so ein Monster. Außer es gibt irgendwelche krassen individuellen Aktionen. Conan, Calcio hat Las Ligas Ladies komplett überrollt. Doch, Delay Combat mache ich. Delay Combat mache ich. Da gibt's keinen Vertrieb. Auch, ich werde jetzt auch wirklich, ich schwöre es euch, ich werde richtig abnehmen. Ich habe wirklich eine Fußballernährungsberaterin an meiner Seite geholt. Und ich werde jetzt wirklich richtig abnehmen. So einen Start erwischen hier gegen Streets. Und wenn es dann so mindestens 6-7 Kilo Thriller wird bis zum Schluss, dann bin ich gespannt, ob sie schon auch die Größe haben, dann so einen Gegner niederzuringen. Sag mal den richtigen Namen, damit ich meinen Namen nennen kann. Bruder, vielen Dank übrigens für 10 Verschenke. Weil egal wer trifft, vielen dürfen Dank, beide ehrlich. Mannschaften einen zusätzlichen Akteur einwechseln. Beide. Wenn wir heute 1600 Tambo. Schaffen, wäre krass. Tambo. Schick ihn doch! Außerhalb der Straße. Oh, Fluss! Der pfeift dich. Hä? Er lässt, glaube ich, den Vorteil. Oh mein Gott. Und jetzt Yassi Tambo. So und viel Zeit. So viel Zeit. Yassi Tambo, Yassi Tambo! Mann, Robin, hör auf damit, nerv mich. Du verarschst mich. Das ist der Wir sind 2000 Euro. Keiner ist so krank. Stark gemacht. Sehr stark gemacht. Damit ging auch strategisch die Wahl von Calcio auf, den Offensiven aufzustellen. Sehr stark gemacht. Antoski. Und der Veginator ist dazwischen. Sorry, war jetzt das letzte Mal, Chat Veginator. Ich finde den Namen einfach geil. Oh Gott. Ich glaub, das ist zu much, Bruder. Das werden wir ja sehen. 400, tschüss. Tambo. Ich sag schon immer, bei 10 oder 20 Subs ist schon viel zu viel. Gegen Fischer, oh Mann, Fischer. Aus Kreuz ihn doch. Durchs Unterholz. Antoski, das ist die Chance, auf 1-1 zu stellen. Geiles Spiel. Geiles Spiel. 1-1, Calcio 1, Stritionale sehr, sehr geiles Spiel. Das ist das entscheidende Ding. Diese monströse Grätsche von Fischer. Und dann der Blick. Und die Chutzpe von Antoski. Jungs. Sascha links. Da ist der Ball. Antoski. Mit links. Und Bigalke. Mach ihn. Sascha. Sascha Bigalke. Antoski. Sascha Bigalke ist in der Lage, danke schon, mein Bruder, zu 5 verschenken. Jungs, an alle hier im Stream. Vielen Dank. Ich kann mich nicht genug bedanken. Wirklich. Real Talk. Dankeschön, gut, Jungs. Gut, Herzhauser. Lange Ecke. Macht er stark. Der Mann vom SV Mohrlautern mit seinem macht er stark. 21 Jahre alt. Und warum? Aber was hat dieser und warum Mann für ein Selbstverständnis? Warum?
weil der verdammt nochmal wieder einen langen Ball macht. Kühnel, der zu früh reingeht und dann die Gasse aufmacht, wieder ein dummer langer Ball. Warum? Die Tür aufgemacht, ja, genau. Ganz kurz, ich sage es das kurz, ganze Turnier lang. Ich verstehe jetzt die Wut so ein bisschen, was die Ecke angeht. So das Problem ist, wir können es einfach nicht auflösen mit den Bildern, die wir haben. Yassi Tambo stand jetzt Pre-Match Player of the Game. Oh mein Gott, gut gespielt. Vor lange Ecke. Und das ist Gott. Oh mein Gott. Brutal gespielt. Was hat der Schieber gegessen, dass er einen Bulle nach dem anderen da reinhaut? Scheiße, was soll ich machen jetzt? Das Ding ist nicht durch. Tambo lädt. Sie brauchen nur einen Abschluss. Das Ding ist nicht durch. Jetzt vielleicht. Ja, jetzt eine Picke hier oder was? Warum nicht? Aber es ist noch nichts entschieden. Es ist noch nichts entschieden. Glaub mir. Ich hatte live nicht den Eindruck, dass da einer dran war. So, wir gucken nochmal hier. Ist Ochip. Wenn dann Hauptzeit. Wir gehen ins Penalty. Bigalke! 4:1. Sascha Bigalke. Also es kann sein, dass er ihm auf den Spannen getitscht. Ich glaube, minimal war er dran. Wegen. Bruder, wer zur Legende? Der muss eigentlich direkt hängen. Er konzentriert sich brutal. Kevin Wegen! Der hängt! Und Conan montiert in den Tisch ab. Manu Fischer wird reingebracht bei Streets. Wow. Es ist das Duell der borderline Giganten. It all comes down to this. Wegen! Boah, Fischer. Bruder, beide geisteskrank, also, ich bin ehrlich. Bist du des Wahnsinns? Hat er noch eine Pointe? Er hat sie noch, das ist nicht normal. Manu Fischer hat in den letzten 4 Spielen normale Saison 10 Kisten gemacht, kommt hierher und macht ein Tor nach dem anderen. Wahnsinn. Ich sage, es geht sogar Wahnsinn. Immer noch, ich schwöre. Es geht sogar, Fischer. Theoretisch geht es immer noch. Wegen. Das ist ja nicht normal. Ich schwöre, es geht noch. 3-6, Calcio ist wieder da. Oh mein Gott, wenn er jetzt verkackt. 2 Minuten noch. Ich schwöre, es geht wenn noch. Wenn Fischer jetzt nicht trifft und Wegen den nimmt. Jetzt ist das doch, also, Bruder, wie die beide schießen, gut ab. Was sind das für Schüsse? Oh mein Gott. Fischer hat den Gegenwecken. 7:3. 10 Tore. Wie schießen die beide? Oh mein Gott. Also, was für eine Leistung. Wir haben im Finale Druck des Todes und die zwei. Fischer. Oh, der tut weh am Oberschenkel. Kevin Wegen muss jetzt treffen. Es ist noch über letzte eine Chance. Minute Zeit. Der muss jetzt Kevin rein. Kevin Wegen. Der muss rein. Der kann es. Es darf auch kein anderer rein. Wegen! Oh mein Gott. Es ist noch möglich. Aber es muss jetzt quasi perfekt laufen. Ich schwöre, es ist noch möglich, ne? Fischer hat, glaube ich, den Oberschenkel wund. Reinhold. Oh, Kevin Wegen ist ein Held. Kevin Wegen ist der Superheld von Calcio Berlin. Er muss sich aber beeilen. Er muss sich beeilen. Kevin Wegen. Er muss schneller machen. Hat er noch einen? Er hat dich! Oh! Reinhold, du bist nicht normal! Reinhold, du bist ein Kerl! Das könnte die Kopfparade zum Titel gewesen sein. Weil jetzt wird's zeitschwer. Geschädelt. Reinhold! Drin das Ding rein! Kein Tor! Ein Hauch von Wembley in der Aber es ist trotzdem vorbei. Oh mein Gott. Kevin Wegen. Geiles Finale, ich bin ehrlich. Street United macht sich schon bereit zum Feiern, aber Wegen ist der Partycrasher vielleicht! Oder Wegen, du bist ein absolutes Monster. Zwei Tore nur noch. Ich sag ehrlich, Wegen ist ein absolutes Monster. Kevin Wegen hat noch einen. Egal, mach den noch. Kevin Wegen hat noch Respekt, einen. Einfach aus Respekt. 5:7. Nein, Kevin Wegen. Streets United gewinnt die erste Border League-Saison. Ich sag ehrlich, Kevin Wegen, absolut aber Respekt. Dieser Mann ist der Held. Frank. Er ist der tragische Held. Frank. Kevin Wegen
Ich ziehe Frank. Alle meine Hüte und den Rest meiner Haare von diesem Sportskameraden Kevin weg. Ich kann nicht mehr sitzen. Ey, krasses Spiel, ich höre. One-on-one Masterclass von beiden Seiten. Sein erster Schuss. Und ich dachte, Digga, was geht jetzt hier ab? Ich höre, ich hab's noch nicht gesehen. Zu einer All-Time-Performance. Meinen Respekt. Einer der Top-Favoriten für die neue Spielzeit. Und da ist das Ding. Georgi Antoski nimmt ihn stellvertretend entgegen. Streets United gewinnt die Border League. Nach einem dramatischen Finale.